Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Wholesome Map in der Wholesome Map Crew. Ja, ich hab das andere Ding, das hab ich direkt wieder verkauft, als ich an den Hof war. Dies gerumgebamsel, was damit ist. Nee, da hatte ich nicht so den Elan drauf. Deswegen habe ich den Wagen abgeladen, bin dann runter ins Tal. Hab jetzt die 4 Paletten Hühnerfutter aufgeladen. Das Getreideschrot und ich habe die Schippe mitgenommen. Ich denke, die werden wir brauchen, sonst können wir das irgendwie nicht so wirklich füttern. Und dann wollen wir mal gucken, weil ich weiß nicht, ob mein Hühnerstall mit dem Mais Terra Life Mais Plus Futter geht. Das müssen wir nämlich auch testen. Weißt du? Ich denke da ja nie dran. Müssen wir mal gucken, Hauptsache die Schippe bleibt drauf, weil die kann nicht ertätschelt werden. Also mit denkst hier, Spanngürtchen. Wie gesagt, bringen wir jetzt eben fix nach Hannover. Und dann kicken wir mal, was das so Business ist, ne? Also, ja. Wir warten eigentlich darauf, dass das Wetter ist, dass wir den nächsten Mal mähen können, ne? Aber diese Woche müssen wir noch durchhalten. Müssen wir uns ein bisschen in unsere Tieffütterung reinfuchsen, weil wir jetzt ziemlich viel Mineralfutter im Stall haben. Es fehlt Getreideschrot und Milchleistungsbonus, aber das weiß ich noch nicht. Das ist wahrscheinlich Kraftfutter, ne? Ja, das habe ich jetzt natürlich nicht gekauft. Aber wir müssen uns da so ein bisschen mit dem Futtermittel jetzt hin und her hangeln, dass wir das einigermaßen hinkriegen, ne? Ist halt so. Aber jetzt dann noch mehr Mineralfutter in den Stall reinbollern. Da sind 3000 Liter, über 3500 Liter drin. Und mit jeder Mische kommt da mehr zu. Das ist irgendwie doof. Sagen wir, wie es ist. Dann ist demnächst nur noch Mineralfutter drin und wir kriegen die anderen Futtermittel nicht rein. Deswegen müssen wir jetzt den so ein bisschen aus dem Weg gehen, ne? Wir werden diesmal dann nur mit Heu füttern. Aber wir sehen jetzt auch zu, dass wir ein bisschen Schrot reinkriegen. Aber ich denke, das werden wir auch mit Chipke machen müssen. Wir werden es gleich sehen. Wenn wir denn heute noch an den Hof ankommen. Ja, ist wie es ist, ne? Das ist nichts umsonst. Ja, und so hangeln wir uns jetzt von Dings zu Dings. Und mein Kumpel mit dem Daumen runter, viel Spaß, ne? Gönn dir. Hoffentlich lässt er auch dabei. Mein Segen ist er. Lass dich dann nicht von abhalten, ne? Sonst wäre ich ja schwer enttäuscht, wenn das anders wäre, ne? Nur mal so nebenher. Ich weiß immer noch nicht, was er sich da so von verspricht, aber er ist halt nicht so schlau, dann erst gar nicht in die Videos reinzugucken, aber soll er machen. So, wir müssen ja jetzt hier erstmal gucken, ne? Erstes Mal Schipken abladen, ne? Die da ist fertig. Da ist kein Mist reingewandert, das ist schon mal tipptopp. Wie gesagt, ich hatte den ausgemistet, das geht mit unserem Hofladen, ne? Kommen wir da rein, hab den Mist hier auf den Wagen geschmissen. Eigentlich wollte ich irgendwo so eine Feldmistmiete machen. Aber das war noch nicht so günstig. So, wir müssen aber eben. Oh ne, wenn der Hoflader da ist, machen wir aufs Bild eben. Weil wir jetzt hier so ein paar Sachen testen müssen. Ich glaube nämlich nicht, dass wir auch Hühnerfutter in den Stall kriegen. Es könnte schwierig sich gestalten alles. Let's have a test. Kein Problem für uns, ne? Das kriegen wir hin. Ich hoffe, die Schippe nimmt jetzt auch alles an. Weil sonst haben wir nämlich schon wieder ein Problem. So, aber ein Schippke war noch nötig. Haben wir jetzt auch einen Hof. Tipptopp. Dann lass das mal eben gucken. Wir gehen mal eben hier hin. Machen wir eher. Er lädt das Getreideschrot ein. Ich krieg einen Affen, ne? Wieso lädt... Jetzt sag nicht, das Hühnerfutter geht da nicht rein. Irgendwas ist immer. Wir müssen mal eben den Mischwagen hier an die Seite fahren, weil sonst kriege ich das, glaube ich, dann nicht in den Stall rein da. Ja, wir probieren es mal. Ja, wie schief geht. Ja, diese Aktion kann leider gerade nicht durchgeführt werden, weil es nicht so will, wie ich das will. Wir müssen doch erst den Mischwagen an die Seite fahren, Leute. Hey, das ist ein Traum par excellence im Moment, ne? Sagen wir, wie es ist. Ich bin ja auch gar nicht da dran gefahren, wo er meint, ich wäre da dran gefahren.
Oh, geht das da überhaupt rein? Jetzt wenn ich nehme die Tastatur. Das ist viel sinnvoller, als immer da rüber zu greifen. Sag ich mal eben, na, wie viel Platz ist denn da? Das müsste reingehen, ne? Okay. Ich brauche ein... Das fängt an zu niesen. Ich kriege einen Affen. Eben schnell das hier mal. Die Mischwagen an der Seite. Machen wir eben an den Bock. Wir müssen aufräumen. Die Mischwagen kann ja jetzt doch nicht in den Regen stehen. Ne, wir kippen die jetzt nicht aus, weil wir doch nichts gerade zu den Elan zu haben, ne? Schwuppdi-du, di-du, schwuppendüppendu, di-du. Dann pocken wir eben hier rein. Das passt mit der Tür, hast du gesehen? Tipptopp, ne? Hauen wir eben an. Perfekt, so. Ja, hab ich gesehen, Kollege. Ich hab Drock hier. Jetzt müssten wir natürlich den T-Trigger treffen, ne? Ich glaube, hier lädt er ab, ne? Wenn wir jetzt Glück haben, ist es im Stall. Aber müsste eigentlich, ne? Ja, guck mal, perfekto. Dann machen wir da noch ein bisschen mehr rein. Weil sicher ist sicher, aber später. Wir müssen erstmal die Palette da an der Seite räumen. Nicht, dass die nass wird, ne? Hey, Junge, was ein Drama, ne? Ja, lass uns mal eben fix dies machen, lass uns mal eben fix das machen. Kein Problem für uns. Ja, wenn es nicht regnen würde. Wir müssen auf jeden Fall gleich noch Heu in den Stall fahren. Hier, mach mal so ein Zappelinski da. Ist ja auch kein Problem. Ihr seht's, das habe ich jetzt hier alles reingefahren, ne? Manches habe ich halt mit der Hand reingestapelt, weil es nicht anders ging. Och nee. Danke dafür. Jetzt spackt die Gabel da drin rum. Ey, ich krieg einen Föhn, ne? Ach, Leute, es ist... Wenn läuft, dann läuft, ne? Richtig unnötig. Die kriege ich da jetzt nie wieder raus. Komm, dann stell dich da jetzt erst ab. Das ist mir jetzt gerade egal. Wir setzen dich nachher zurück. Ja. Oh, fahr das Ding noch mal eben an der Seite, Mann. Echt. Wenn nicht läuft, dann läuft. Wir müssen eben auszusehen jetzt hier entmachen. Wir haben da gerade nicht so Zeit für. Gib mich die mal. So, jetzt müssten wir natürlich eben hier. Nee, dann lass uns mal eben schnell hier machen. Alt Shift S. Müssen wir eben hier an der Seite. Gehen auf Rekorde. Wer keine Probleme hat, macht sich welche. Oder wie sagt man immer so schön? Du musst das sein. Nee, du bist das nicht. Dann bist du das. Zurücksetzen. Hat geklappt? Gucken wir. Perfekt. Also das Ding schmeißen wir jetzt eben schnell so da rein. Sonst sind wir übermorgen noch dabei. Und da haben wir gerade nicht so Zeit für. Perfekt. So, das schnell wieder aus. Und eben schnell hier reingehüpft. Es ist... Da kann ich nichts für. Find den Fehler.
Ja. Das ist so. Hier wird nichts geschnitten, hier wird nichts gekürzt. Das ist so. Oh. So, guck mal. Das haben wir. Äpfel hier. Müssen wir eben sehen, ob wir da Hühnerfutter überhaupt in den Stall reinkriegen. Ich bin mir da nämlich nicht so sicher. Und das ist jetzt die Frage der Fragen. Kriegen wir das Futter in den Stall? Kriegen wir überhaupt die Palette gepackt? Zweite Frage. Ja. So. Stellen wir die eben fix rüber. Ich weiß nämlich nicht, ob das so geht. Ich schätze, wir müssen die Schippe dran machen, das einladen und dann können wir das hier, glaube ich, reinfangen, ne? Siehst du, was hat der Svenny gesagt? Ich stelle ihn mal eben kurz hier hin. So. Das haben wir schon mal. Von der ganzen Grande der Möller-Tick. Dramatik, oder wie sagt man so schön? Im Kraftfutter in Stall, das war wichtig. Also Getreideschrot. Das laden wir ihm hier noch ab. Wir müssen später Heu füttern gegen Abend. Damit das da auch läuft, ne? Wir haben hier ein Palettengebündel, das ist nicht normal. Das stellen wir mal eben kurz auch hier hin. Fahren aber diesmal das Palettengäbelchen raus, weil sicher ist sicher. Wir stellen das mal eben kurz hier hin. Und den Motor mehr brauchen wir nicht. Sehen zu, dass wir den hier antochten. Hoffentlich geht das Hühnerfutter ja jetzt rein. Nicht, dass das dann nicht reingeht. Weil ich kann irgendwie die Säcke dann nicht einzeln runternehmen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Macht wohl wieder irgendeine Tastenbelegung sein oder was. Deswegen müssen wir das eben fix so machen. Wenn das dann geht. Ah, guck mal. So halten wir eben an. Den brauchen wir gerade nicht. Ich muss nämlich jetzt erst gucken, wo der Trigger ist. Wir schaffen das heute noch. Da bin ich ja ganz ehrlich. Da ist es nämlich, ne? Lade mal eben was hin. Anscheinend geht's rein. Oder auch nicht. Weil wir wahrscheinlich noch keine Hühner drin haben. Kann das sein? Oh Junge, ey, nicht, dass wir jetzt Weizen kaufen müssen. Kaufen wir eben so ein Fridolin. Wie ist der Tee drin? Haben wir auch Enten noch? Ne, wir haben gar keine mehr. Den kaufen wir mal eben. Gehen wir eben aufs Teemenü. Weil wir dann eben nachgucken müssen. Normal muss das Futter jetzt reingehen, ne? Wenn wir Glück haben. Wieso haben wir denn nur noch Lohmannhähne? Ah, guck mal, jetzt geht's rein, ne? Da war ich gar nicht, ne? Perfekt. Tipptopp, dann können wir da noch ein paar Hühner zu kaufen, ne? Dann können die nächsten immer... Halt, warte. Wir können das aber eben anders regeln. Die Zeit kann der hier nämlich schon mal so ein bisschen wieder einladen. Schade, ich kann gar keine Enten mehr kaufen. Ich hätte ja gerne ein paar Entges gekauft. Dann machen wir so. 19. Reicht ja erst. Guck mal, dann können die nämlich... Die machen jetzt die Interaktion. Er ist wieder aus, sonst sieht das nämlich müllig aus. Aus.
Guck mal, dann könnt ihr nämlich immer schön hier rumlaufen. Ich finde, das sieht nämlich so echt genial aus. Also ganz ehrlich. Das mache ich leiden. Wenn hier so ein paar Hühner im Hof rumlaufen, die so in Freilandhaltung sind, das ist meins, da bin ich ganz ehrlich. Guck mal. Ja, ich schaff's heute noch. Keine Panik, Leute. Guck mal, die ersten Hühner sind im Hof. Druck! Und deswegen liebe ich diese Stelle so. Ja. Guck mal, die können hier nämlich jetzt rumflitzen, können hier rumschauen. Gucken, dass das hier auch ordentlich am Boden leben ist, weil die gucken nämlich, dass hier auf jeden Quadratmeter 33 Würmer, Regenwürmer sind und so. Das läuft. Guck mal, tipptopp. Das macht das aus, ne? Diese Freilandstelle. Ich bin dann ganz ehrlich, ich bin da ein riesen Fan von. Da sollten echt viel mehr Ställe von gemacht werden. Weil das einfach tipptopp ist. Doch, wenn die da so auf den Hof rumdoktern, es ist Leben. Oder wie seht ihr das? Ich weiß das ja nicht. Also ich finde das so echt cool, wenn die Hühner da am Hof so rumlaufen, klar. Ja, aber ich mache das echt klein, ich bin nur ganz ehrlich. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Auch wenn es wieder Chaos pur war, obwohl für manches Chaos kann ich leider nichts, ja. Würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, ne? Und wenn es euch gefallen hat und ihr wollt nichts mehr verpassen hier auf dem Chaos-Kanal, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!